Guten Morgen, Uwe. Heute zweite Etappe von Imst nach Ischgl. Gestern war der 10. Wie schaut's aus? Bisher sieht's gut aus. Das Wetter ist gar nicht so schlecht. Es regnet nicht. Wir haben gestern mit dem 10. Platz eigentlich unser Ziel mal erreicht, das erste. Und wir versuchen jetzt natürlich von Stand in Top 10 uns aufzuhalten. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Wie gesagt, gestern waren wir eigentlich zufrieden. Und jetzt wollen wir uns kontinuierlich steigern. Heute habt ihr gleich am Anfang nach 10 Kilometer 1200 Höhenmeter Anstieg. Wie habt ihr es euch eingeteilt und vorgenommen? Ja, generell haben wir beschlossen, dass wir einfach uns im Rhythmus fahren, uns gar nicht irgendwie provozieren lassen, da zu überziehen, weil TransAlp ist immer lang und schwer und hinten raus kommen nochmal zwei ganz hammerharte Etappen, die 6. und die 7. Von dem her, wir fahren unseren Rhythmus und so schnell wie möglich halt zu sein. Alles klar, viel Glück auf der Etappe. Sehen uns in Ischgl. Yeah.